Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Voorhees 82 mit dem ersten Voorhees schaut an Video für euch im neuen Jahr. Und wir machen auch direkt weiter mit unseren Giallo-Filmreihen. Und wir haben hier schon Suspiria besprochen, Phänomena, Vier Fliegen auf grauen Samt, Opera, allesamt von Dario Argento. Und heute geht es weiter mit einem weiteren Dario Argento-Film. Für viele auch der beste von allen, ich bin sehr gespannt, nämlich Tenebrae, der kalte Hauch des Todes aus dem Jahre 1982. Er ist natürlich genauso gut gealtert wie ich. Natürlich, ist logisch. Ich bin schon sehr gespannt auf diesen Film, denn auch diesen Film habe ich vor langer Zeit das letzte Mal gesehen und fand ihn damals wirklich zutiefst langweilig. Aber aus dem Grund natürlich, meine Sichtweise war damals ein bisschen anders da. Ich wollte natürlich nur Blut und Gewalt sehen. Hatten wir vielleicht bei den Filmen auch, aber natürlich jetzt nicht so explizit, wie ich es hätte gerne haben wollen. Und deswegen bin ich jetzt froh, ihn nochmal in etwas weisem Alter jetzt anschauen zu dürfen. Und das wird jetzt auch passieren. Der Film geht auf Blu-ray-Disc 101 Minute, nicht 1001 Minute, sondern eine Minute und bin jetzt schon mehr als gespannt. Ihr wisst ja, ich bin jetzt gerade wieder im Diätmodus. Ich mache meine 90-Tage-Challenge wieder ab Januar und deswegen habe ich mir meine Essen vorbereitet. Heute gibt es was Leckeres, nämlich einmal hier Brot mit 100 Gramm Hüttenkäse, 40 Gramm Hähnchenbrust und ein Eigelb, zumindest ein Rührei mit zwei Eiweißen mit drin, Tomate, Spinat und dazu wie gesagt, ein bisschen Brot. Leider ist mir mein Dinkelbrot nicht gelungen, beziehungsweise habt ihr Probleme, aber das erfahren wir in dem nächsten Filmtagebuch. Und ja, dazu gibt es noch ein bisschen leckere Reismilch. Ja, Reismilch. Und dazu noch meine Vitamine, die ich sonst noch dazu hole. Und ja, machen wir euch schon laufen. Also ich bin jetzt auch wieder gut dabei. Hab Muskelkater wie die Sau, wirklich wahr. Und ja, aber Bein hochlegen jetzt erstmal und jetzt darf ich natürlich auch einen Film genießen, nachdem ich jetzt gelaufen bin und würde mal sagen, Film ab mit Tenebrae und damit geht's auch direkt los und wir starten den Film. Natürlich immer nach dem Film gibt es nochmal eine Besprechung, wissen Sie über diesen Film, auch das Booklet wird informiert, was also drin steht und dann noch meine persönliche Meinung zu Dario Argentos Tenebrae und jetzt Film ab mit diesem Film. Viel Spaß, bis gleich. Thank you.
Ja, meine Lieben, das war Dario Chandos Tenebrae. Und wow, also wirklich bis zum Schluss hat man mitgerätselt, wer der Mörder ist. Sau spannend gemacht, wirklich wahr. Und ich bin froh, ihn nochmal gesehen zu haben jetzt. Und wow, wirklich echt verdammt gut. Und ich habe echt lange überlegt, wer ist es? Ich habe immer hinterher überlegt, wer könnte es sein, abgewegt. Und ja, zum Schluss doch, bin ich jetzt doch entsetzt gewesen, wer der Mörder war. Echt gut gemacht. Und ja, kann ich verstehen, dass einige ihn auch als den besten Dario Argento-Film angesehen. Und mal gucken, wie ich ihn jetzt interpretiere. Ich werde es wirklich noch durchlesen von dem Mediabook, ein bisschen jetzt recherchieren und dann gibt es noch meine persönliche Meinung zu Dario Argentos Tenebrae aus dem Jahr 1982. Und hier sehen wir mal wieder, das ist das beste Jahr gewesen, wo Filme rauskamen. Ja, bis gleich. Ja, meine Lieben, und das war der Film Tenebrae aus dem Jahre 1982. Und ihr seht schon, ich habe wieder ein Grinsen in meinem Gesicht und ich bin wirklich, wirklich sehr froh, diesen Film nochmal eine zweite Chance zu geben. Und glaubt mir, es ist manchmal gar nicht mal so schlecht, nochmal die Filme anzugucken nach längerer Zeit. Und man merkt erstmal, wie sich auch dann der Filmgeschmack auch verändert hat. Und hier kann man es auf jeden Fall zu 100% bestätigen, denn dieser Film hat mir damals nicht gefallen. Ich fand ihn damals todlangweilig. Er war zwar blutig, aber ich konnte mit diesem Film einfach damals nichts anfangen. Wie schon gesagt, ist schon wirklich 10 Jahre lang mindestens her, wenn es langt, wenn es sogar schon länger. Denn das Mediabook ist aus dem Jahr 2012, ja, also 12 Jahre sind es garantiert her, als ich diesen Film letztes Mal gesehen habe, denn ich hatte dieses Mediabook auch schon zu Hause. Genau dasselbe und habe es dann eben wieder verkauft, weil mir das Film nicht gefallen hat. Jetzt natürlich durch meine Horizonterweiterung, danke lieben Ebbe, habe ich diesem Film nochmal eine Chance gegeben und da bin ich wirklich sehr, sehr froh drum. Ja, Dario Argentos Tenebrae, muss ich echt sagen, hat mich von Anfang bis Ende wirklich an der Story gehalten. War sehr spannend und ich habe auch wirklich mitgefiebert und mitgerätselt, wer nun der Mörder ist. Und ganz ehrlich, man bekommt es nicht heraus, wenn man den Film nicht schon kennt. Das auf jeden Fall. Und aber auch, es wird wirklich bis zum Schluss gewartet, bis man es auch erfährt. Ja, der Film ist, wie gesagt, aus meinem Geburtsjahr 1982, kam aber in Deutschland erst ein paar Jahre später raus. Der Film geht in der ungekürzten Fassung 101 Minuten auf Blu-ray-Disc und auf DVD geht der Film 99 Minuten und Regie führte hier natürlich der Meister des Giallos mit dazu, auch Dario Argento, aber auch, er hat auch Suspiria gemacht, Opera Inferno, Mother of Tears, Vier Fliegen auf grauen Samt und noch viele weitere Giallos, die ich auch noch gerne angucken möchte. Es fehlen mir doch ein paar noch. Aber die wichtigsten habe ich schon mal gesehen. Und er geht auch hier wieder zurück zu seinen Wurzeln, zu den Giallos, weil nämlich Suspiria als auch Inferno oder auch die Mother of Tears, also Mother of Tears, ist eher mehr ins Übernatürliche, geht es ja auch hier über und hier eben wieder zurück zu den Wurzeln mit den schwarzen Lederhandschuhen. In Hauptrollen haben wir einmal hier Anthony Frankie Chiosa, ist der Peter Neal, den kennen die auch zumindest, ja, einige davon vielleicht auch Death Wish 2, der Mann ohne Gnade. Dann Christian Borromeo ist der Gianni, hat auch mitgespielt bei Der Schlitzer und Tenebrae, das sind seine einzigen beiden Filme gewesen, wo er mitgewirkt hat. Dann Mirella De Angelo ist die Tilt, hat mitgespielt bei Caligula und dann auch bei Hercules von 1983 mit Lou Ferrigno. Und die Veronica Lario ist die Jane McCarrow, hat nur diesen Film gemacht. Der bekannteste wahrscheinlich von diesem Film ist der John Saxon, ist der Bulma. Und da musste ich auch mal ganz kurz während des Films googeln, wer denn dieser Schauspieler ist. Der kam mir so bekannt vor. Und ja, ihn kennen wir natürlich auch als bei Nightmare on Elm Street, als auch vom Dusk Till Dawn, wo er beides Polizisten spielt. Und auch bei Der Mann mit der Todeskralle spielt er ebenfalls mit Bruce Lee. Und Daria Nicoldi ist die Anne. Und sie spielt bei einigen weiteren Dario Argento Filmen, wie zum Beispiel Rosso oder auch Suspiria und auch bei Opera. Um was geht es eigentlich nun dann bei
diesem Film Tenebrae. Der amerikanische Schriftsteller Peter Neal reist nach Rom, um sein neues Buch Tenebrae vorzustellen. Doch seine Reise wird erschüttert durch blutige Morde in Rom, die aus seinem Buch erinnern. Der Kommissar kommt zu ihm und sie versuchen ihn dann gemeinsam eben den Mörder zu fassen. Klingt spannend und ist es auch. Ja, so wie schon mal zur Inhaltsangabe von dem Film. Ich möchte nicht zu viel verraten. Und kommen wir jetzt erstmal zu dem Booklet von diesem Mediabook. Und natürlich, das Mediabook ist etwas älter schon. Und da steht leider nicht sehr viel drin. Ja, geschrieben wurde es vom Andreas Rauscher. Wir haben hier eine Lesezeit von ca. 15 Minuten. Auf der ersten Seite gibt es ein paar Aushangfotos aus dem Film und dann kommt eben dann eine Interpretation zu dem Film oder die auch Vergleiche zu den Hitchcock-Filmen als auch von Mario Bava und auch eben die Zurückwurzelung von Dario Argento zu seinem Genre, nämlich den Giallo. Oder zum Schluss auf der letzten Seite gibt es noch eine Filmografie von Dario Argento. Also viel zu erwarten gibt es jetzt bei den Booklet nicht zu lesen. Also man bekommt nicht wirklich sehr viel Wissenswertes über diesen Film zu erfahren. Ein bisschen schade natürlich, aber auch ist das mit dem Book auch schon ein bisschen älter, muss man auch klipp und klar mal sagen. Trotz alledem, im Netz findet man noch ein bisschen was über den Film. Und Argento wurde von diesem Film inspiriert durch einen Zwischenfall in L.A., als ein verrückter Fan mehrfach in seinem Hotelzimmer angerufen hat und auch bis zum Schluss sogar noch den Tod ausgerufen hat zu ihm oder Drohanrufe gemacht hat und dass sie dann so erschüttert, dass eben dieser Film dazu entstanden ist. Und man kann wirklich sagen, dieser Film ist auch eine Rückkehr zu den Giallos zurück und die Band Goblin hat auch hier den Soundtrack mit beigetragen, was auch perfekt zu diesem Film auch passt. Aber diese Band hat sich 1980 eigentlich aufgelöst und ist nur für Dario Argento zu diesem Film nochmal zusammengekommen, um eben hier den Soundtrack zu machen. In Italien kam der Film am 28. Oktober 1982 heraus, aber da er durch diese große Gewaltdarstellung von diesem Film herauskam und in der damaligen Zeit wurde das natürlich eher nicht gern gesehen, wurde er in vielen, vielen Ländern auch sehr stark gekürzt. In den USA kam der Film raus unter dem Namen Unsane und es fehlten ganze 10 Minuten von diesem Film. Also man hatte nicht wirklich viel mehr gesehen. Dann die britische Fassung wurde nur wenige Sekunden gekürzt, aber wurde dann indiziert 1999. Wurde gekürzt und indiziert und kam erst 1999 gekürzt wieder heraus und erst 2003 wurde er auch in England auch ungekürzt veröffentlicht. Und in Deutschland, ja, wie soll es anders kommen? Der Film kam in Deutschland am 11. Oktober ungekürzt 1984 heraus im Kinoverleih, aber auf Video kam er nur eine gekürzte Fassung von 92 Minuten. Und diese komplette Gran-Szene, die hier extrem gut ist, extrem dargestellt wurde, ja, die wurde komplett gekürzt oder rausgeschnitten, warum auch immer. War eigentlich so schlimm, ist diese Szene nicht, aber vor allem auch sehr eindrucksvoll. Und 1987 wurde eben dann diese gekürzte Fassung auch beschlagnahmt und indiziert. Und erst am 26. Juni 2022 wurde nach 37 Jahren wieder von dieser Liste entfernt. Und diese Gran-Szene, wo ich hier beschrieben habe, ist unglaublich spektakulär in Szene gesetzt worden. Und dafür wurde extra ein Gran aus Frankreich eingeflogen, um das komplette Haus zu filmen. Und dazu kommen wir jetzt auch gleich zu meiner persönlichen Meinung. Und ja, wie gesagt, ich bin an diesen Film jetzt komplett nochmal neutral rangegangen. Und ich konnte mich an diesen Film auch so gut wie an nichts mehr erinnern. Vor 12 Jahren, wie gesagt, das letzte Mal gesehen und ist schon wirklich sehr lange her. Also von daher habe ich wirklich nichts mehr gewusst, was bei diesem Film passiert. War auch gar nicht mal so schlimm, war auch sehr gut darum auch. Denn der Film ist wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde extremst spannend inszeniert. Man bekommt hier immer wieder kleine Fetzen hingeworfen, wo man denkt, okay, der ist es jetzt oder was oder auch so Vergangenheitsszenen, die einen komplett verwirren. Und man denkt, hä? Was hat das jetzt zu bedeuten? Aber keine Sorge, diese Szenen werden bis zum Schluss aufgehoben und werden auch dann geklärt, was das dahinter steckt. Und das war wirklich sehr, sehr stark gemacht. Und man wird immer auf andere falsche Pferden gelegt und man denkt, okay, der muss es sein, die ist es, der war's. Das ist so unglaublich gut gemacht
Und das ist wirklich von Anfang bis Ende extrem spannend, wird es hier rübergekommen. Und wirklich in den letzten 5-10 Minuten bekommen erst zu erfahren, wer denn der wahre Mörder auch dahinter steckt. Und das ist wirklich verdammt gut gemacht. Und auch die Erklärung auch zum Schluss war wirklich auch sehr gut. Nicht so wie bei manch anderen Giallos von Dario Argento, wie zum Beispiel Opera, als auch von Vier Fliegen auf Grauen Samt, die mir ein bisschen zu einfach waren. Die Auflösung dann, muss ich ja sagen, war es ja wirklich doch ein bisschen besser konzipiert. Und muss ich hier wirklich sagen, dieser Film hat mich jetzt dann doch sehr beeindruckt. Und ich will diesen Film eigentlich so gut wie möglich, so bald wie möglich nochmal sehen mit meiner Frau. Auch die Atmosphäre von diesem Film ist wirklich sehr, sehr stark gemacht. Aber dazu komme ich dann nochmal zu der Kameraführung als auch zu den Effekten. Und ja, natürlich kommt dieser Film natürlich heutzutage eventuell schlecht bei den ganzen, hier Wokeness und keine Ahnung und Gendereien auch hier wahrscheinlich schlecht durch. Einfach aus dem Grund, dieser Film könnte in heutigen Zeit eventuell ein bisschen frauenfeindlich sein oder auch natürlich gesellschaftlich unkorrekt. Aber ganz ehrlich, das stört mich in keinster Weise, denn dieser Film hat wirklich, doch seine Besonderheiten. Und da kommen wir gleich mal zu den Charakteren. Denn die Besonderheit bei diesem Film ist auch noch, dass alle Frauen, die hier mitwirken, seltsamerweise kein BH anhaben. Alle laufen so oben ohne rum, nur mit ihren kleinen Fätzchen. Und natürlich auch hier alles sehr durchscheinlich. Also wunderschön, also das stört natürlich jetzt uns als Mann natürlich jetzt nicht, würde ich mal behaupten. Also man sieht hier auch sehr viel nacktes Fleisch und sie werden auch natürlich auch sehr gut dargestellt. Also immer irgendwo eine Brust heraus oder ist es noch halb verdeckt. Sie laufen mal durch die Gänge und so bis die Treppe und natürlich hängt eine Brust raus. Ist natürlich vollkommen klar. Die obligatorische Schelle fehlt aber bei diesem Film. Also diese Schelle von den 70er Jahren fehlt hier komplett. Ja, stört mich jetzt hier weniger, aber natürlich ist ja auch hier sehr viel Fleischbeschau von wirklich sehr hübschen, ausgewählten Damen auch hier mit dargestellt worden. Am Anfang eher schlimmer, danach zum Schluss wird es ein bisschen ruhiger. Also die erste Stunde wird dann doch viel Fleisch gezeigt, danach wird es ein bisschen besser. Aber wie gesagt, hat mich jetzt natürlich hier als Mann kein bisschen gestört. Schön ist euch. Schreibt es in die Kommentare rein, dann passt mal irgendwas nicht. Natürlich die Hauptdarsteller hier als der Hauptdarsteller von Peter Neal, auch dieser spielt es wirklich hervorragend bis zum Schluss. Sehr gut gewählt, auch natürlich der Kommissar macht seine Arbeit auch sehr gut. An manchen Stellen muss man wirklich sagen, die Nachsynchronisation von diesem Film auf Deutsch wirkt an manchen Stellen doch ein bisschen billig. Also ich weiß, wie es euch da gegangen ist. Es gibt da wirklich 2-3 Stellen, wo man denkt, das passt jetzt eigentlich so gut wie gar nicht. Also man sieht auch, dass eigentlich so nochmal eine draufgesetzt wurde, diese Stimmlage. Und das wirkt alles eher so wirklich sehr billig gemacht. Aber ansonsten war das Synchronisation vom ganzen Film her wirklich sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, diese beiden Szenen, wo hier mit dabei eingespielt worden sind, klingt es ein bisschen komisch. Kommen wir jetzt zu dem wichtigsten Aspekt von diesem Film, nämlich zu den Kulissen, Kameraführung und auch zu den Effekten. Und hier die Kulissen zeigt hier ein Rom ohne großen Schauwerte. Also das heißt, es ist ein dreckiges Rom, wo wirklich keine Attraktionsgebäude wie Kolosseum oder Vatikan zu sehen ist, sondern wirklich, es spielt wirklich in den dunkelsten Gassen von Rom. Deswegen ist dieser Film auch eher sehr düster angehaucht. Man hat hier auch wirklich jetzt keinen schönen Einblick auf Rom und wurde auch hier schon mal sehr gut gewählt. Kommen wir jetzt zu dem Hauptaugenmerk, nämlich zu der Kameraführung. Und dieser Film ist einfach nur überragend gemacht worden. Diese Kameraführung von diesem Film, du bist immer in der Szene mit dabei, du hast das Gefühl, dieser Film wurde eigentlich einfach so, jetzt, wenn man rausgeht, gefilmt. Alles wirkt so realistisch und echt. Aber vor allem natürlich auch dann die Sequenzen auch, wo auch der Mörder zu sehen ist, zumindest nur die Hände zu sehen in dieser Ego-Perspektive, einfach nur phänomenal. Es baut extrem viel Spannung auf und natürlich auch vor allem die Nahaufnahmen von den Kulissen. Dieses Haus, diese Kran-Szene ist einfach unglaublich beeindruckend gefilmt worden und einfach nur Hammer. Durch die Musikuntermalung von Goblin ist es einfach nur ein wunderbares Kunstwerk geworden, auch dieser Film. Und für mich echt die krasseste, beste Szene ist diese Kran-Szene gewesen. Wahnsinnig gut gemacht und sehr spannend. Und wie ich schon sagte, du bist immer im Geschehen dabei, du willst sofort herausfinden, wer jetzt hier der Mörder ist.
aber leider wirst du immer auf eine andere Fährte geführt, auch durch die Kameraführung. Und hier muss man wirklich sagen, die Kameraführung macht wirklich die größte Spannung und auch die Atmosphäre von diesem Film aus. Und ich kann euch wirklich diesen Film wärmstens empfehlen. Und natürlich auch noch zu den Effekten. Ja, hier haben wir wirklich, hat da schon noch mal eins draufgesetzt. Wir haben hier wirklich sehr viele blutige Effekte mit dabei, die wirklich handwerklich extrem stark ausschauen und auch sehr realistisch wirken. An manchen kurzen Szenen, ja, merken wir, dass es Attrappen sind. Aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich hier einen sehr blutigen Cello, kann man sagen, mit ein paar wirklich harten Kills. Und auch wirklich eine komplett verwirrende Story am Anfang und dann zum Schluss wird eigentlich alles aufgelöst. Also ich kann nur wirklich sagen, guckt euch diesen Film an, für mich ebenfalls genauso gut wie Suspiria, aber in einer anderen Richtung, denn natürlich Suspiria geht es mehr ins Übernatürliche. Wir haben hier einen reinen Giallo-Film mit eben den Ermittlungen, wer jetzt eben hier der Mörder ist. Und das wurde hier von Anfang bis Ende extrem durchgesetzt, mit einem extrem spektakulären Ende, wie ich persönlich finde, der auch spannend gemacht wurde. Und man rätselt wirklich bis zum Schluss mit, wer der Mörder sein könnte. Und natürlich auch dazu gespitzt noch mit den extrem guten Kameraauffahrten auch und zu den blutigen Effekten ist dieser Film wirklich ein echtes Meisterwerk, für mich persönlich auch. Und deswegen bekommt der Film Tenebrae von Dario Argento genauso eine Bewertung wie auch schon Suspiria, nämlich 9 von 10 Punkten. Und glaubt mir, wenn ihr ihn auch für mal gesehen habt und euch hat der Film damals nicht gefallen, probiert es nochmal aus. Vielleicht hat auch euer Sehgewohnheit sich geändert. Also ich muss wirklich sagen, ich habe es nicht bereut, diesen Film nochmal anzugucken und ist schon mal ein guter Start in das Jahr 2024 mit der Woche ist schon an der Reihe. Und dieser Film ist wirklich echt gut geworden. Ja, meine persönliche Meinung zu Tenebrae. Jetzt seid ihr gefragt, wie findet ihr denn diesen Film? Genauso gut wie ich? Oder sagt ihr, nee, der ist doch langweilig? Ja, schreibt es in die Kommentare rein. Natürlich auch so, was ihr so halt von diesem ganzen nackten Fleisch, was hier zu sehen ist. Also, wie gesagt, mich stört es nicht. Aber vielleicht stört es euch da draußen einen davon. Dann, vielleicht doch kein Film, nichts für euch. Das ist auf jeden Fall meine persönliche Meinung zu Dario Argentos Tenebrae. Und jetzt gerne Kommentare von euch. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und...